Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausekobart und ja, ich möchte mit euch ein neues Format beginnen, wo wir quasi den Schritt weg vom Anfängerguide machen, hin zu einem Guide, ja, nennen wir es fortgeschrittener Guide oder einen Guide hin zu 50% Siegrate overall. Ich möchte mit euch den IS-7 auspacken und zwar für eine längere Zeit, weil es ja auch der Panzer ist, den ich immer wieder als ersten Zehner definitiv empfehle. Weil er einfach am meisten vergibt. Viele von euch sind ja diesen Grind auch schon gegangen. Vielleicht sind auch unter euch Leute, die den Grind schon lange gemacht haben, aber irgendwie nicht auf den grünen Zweig kommen. Also dieses Videoformat richtet sich auch an Leute, die es nicht schaffen, overall 50% Siegrate zu erreichen oder auch recent, also das heißt in den letzten 30 Tagen. Ich will mit euch quasi so besprechen, was wir in den unterschiedlichen Runden machen. Wir werden natürlich auch, und das soll dieses Format auch beinhalten, Runden dabei haben, wo wir, egal wie gut wir spielen, voll auf die Fresse kriegen. Wir werden Runden dabei haben, wo wir, egal was wir tun, gewinnen werden. Und dann werden wir diese Runden, diese wichtigen Runden haben, wo es an uns liegt, den Unterschied zu machen und wo viele von euch dann, glaube ich, das Problem haben, dass sie da eben nicht den Unterschied machen, weil sie vielleicht zu passiv, zu aggressiv, zu zögerlich spielen, weil sie nicht an der richtigen Stelle den Schaden machen. Ich hoffe, dass ihr mittlerweile, wenn ihr den IS-7 habt, auch eure Crew immer mitgenommen habt, dass sie ungefähr so aussieht. Also 4 Perks solltet ihr auf Stufe 10 auf jeden Fall haben. Deswegen macht es in der Regel eigentlich auch keinen Sinn, irgendwelche Panzer zu überspringen, weil eure Crew darunter leidet. Das könnt ihr natürlich kompensieren, indem ihr Crewbücher verwendet. Aber bei der Ausrüstung, da habe ich gesagt, okay, es wird jetzt hier keine lila Ausrüstung geben, also keine Anleihenausrüstung, weil das halt viele vielleicht noch nicht haben. Wir haben Feldmodifikationen erforscht, auch das solltet ihr dann umgehend tun, sodass wir jetzt hier ein Setup haben mit Lüftung, Ansetzer, vertikalen Stabilisator und mein zweites Setup ist verbesserte Härtung, Lüftung und Ansetzer. Ja, also wie gesagt, das solltet ihr vielleicht als Hausaufgabe dann machen. Das könnt ihr natürlich aber auch parallel machen, während wir hier gemeinsam den IS-7 fahren. Und eine Bitte habe ich an euch. Seid nicht geizig, ja, nutzt einen automatischen Feuerlöscher, nutzt ein großes Medkit, eine große Werkzeugkasten. Seid geizig in den unteren Stufen oder da, wo ihr vielleicht eure Credits verdient. Aber wenn es in den halt hier Bereich 9er und 10er geht, da ist halt wirklich die falsche Stelle am falschen Ort zu sparen, sondern da geht es vor allem darum, dass wir mehr Spielspaß haben wollen und vor allem auch das Gefühl, ey, das war jetzt ich. Ich habe hier meinem Team geholfen, diese Runde zu gewinnen. Dahin möchte ich euch begleiten und euch so ein bisschen zeigen, dass jeder, egal wie vermeintlich schlecht er ist, eigentlich unterm Strich deutlich über 1500 WN8 fahren könnte, wenn man nur ein paar Sachen beherzigt. Deswegen dieses Ausrüstungssetup, wenn wir nochmal ganz kurz gucken wollen auf die Feldmodifikation. Hier habe ich mich für Wendegeschwindigkeit der Wanne und Robustheit des Fahrwerks entschieden. Das würde ich eigentlich korrigieren. Eher halten der Geschwindigkeit beim Durchqueren aller Geländearten, aber ich bin geizig. Ich habe das jetzt schon ausgegeben, also ich würde euch hier links empfehlen. Hier auch auf jeden Fall links, die Kanone noch genauer machen. Hier würde ich auch die zusätzliche Betäubungsdauer, weil mit dem IS-7, da fahrt ihr schon dahin, wo es weh tut. Also auch hier Betäubungsdauer runter. Sichtweite braucht ihr ohnehin nicht. Hier schnelleres Geschützgeschwindigkeit und Zielerfassung. Dafür ein bisschen Höchstgeschwindigkeit eingebüßt. Und hier haben wir 2% Strukturpunkte noch dazu. Das ist das Setup, wie ich mit dem Panzer unterwegs bin. Und möchte, wie gesagt, mit euch mich voll und ganz auf den IS-7 konzentrieren und auch das ist ein Fehler, den leider viel zu viele machen, gerade wenn sie im High-Tier-Bereich angekommen sind, dann spielen sie den Panzer mal eine Runde, dann fahren sie wieder irgendwie ihre weiteren Grinds. Wenn ihr euch mit einem speziellen Panzer beschäftigt und euch darin verbessern wollt, dann solltet ihr viele, möglichst viele Runden am Stück mit einem und demselben Panzer fahren, einfach um das Verständnis dafür zu bekommen und ja, so ein bisschen, ja, warm zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und vor allem, wenn ihr diese Runden dann fahrt, macht es nicht, wenn ihr 4, 5 Bier im Kopf habt oder wenn ihr gerade eine 24-Stunden-Schicht hinter euch habt. Versucht wirklich mal, euch zumindest für 4 bis 5 Runden voll auf das Gefecht zu konzentrieren und immer zu überlegen, ey, was könnte ich jetzt hier machen? Ich werde in diesem Format mit euch 5
5 Matches absolvieren. Das ist das Ziel, so dass ich jede Woche einmal eine neue Folge bringen kann. Die müsst ihr ja auch nicht dann in einem Zug durchgucken, aber dass wir zumindest auch auf ordentlich Runden kommen. Und das sind dann diese 5 Runden, die ich euch auch empfehlen würde, wo ihr euch dann einfach mal voll und ganz auf die Situation konzentriert. So, und dann würde ich sagen, nachdem wir, noch mal ein Wort kurz zu der Crew. Waffenbrüder, natürlich Pflichtveranstaltung, 6. Sinn auf dem Kommandant, Reparatur, danach Waffenhandhabungsskills wie ruhige Hand, fahren wie auf Schienen. Also wirklich, tut euch selber den Gefallen, fangt nicht für jeden Panzer eine neue Crew an, dann seid ihr selber schuld an eurem Misserfolg. Also das sind so das ist so das Mindeste, was ihr selber auch leisten solltet. Eine vernünftige Crew, ein brauchbares Setup hier drauf, und natürlich hier nicht sparen am falschen Ort. Ihr könnt auch mehr Premium-Munition mitnehmen. Ich werde aber in diesem Setup bleiben. 18x AP, 10x APCR, 2x HE. Das wird das Munitionslayout sein. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein und gucken einfach mal, was uns denn hier an Runden präsentiert werden. Wie gesagt, das hier wird nicht irgendwie, das sind hier keine Replays, die ich für euch abspiele, sondern wir wollen einfach mal gucken, auch völlig unverblümt, was wir für einen Einfluss haben können. Wir sind jetzt hier in einem 10er Only Matchmaking, 2 Artis auf El Aluf. Also eine ganze Menge Leopardos am Start. Wir haben einen Kranwan, 705, SC2. Das sind so die Heavies. Bei den TDs, das hält sich noch in Grenzen. FV, der hat arge Schwierigkeiten, euch zu pennen. Aber wenn er AP schießt, dann hat er gar keine Probleme. E3, wenn er APCR schießt, aber auch mit der normalen AP, hat eigentlich auch keine Probleme. Von den Artis muss man sich so ein bisschen in Acht nehmen. Wir sind vom Setup her eigentlich relativ gut aufgestellt. Wir haben jetzt 3 TDs, die Gegner nur 2. Aber 3 Heavies. E7 ist ein Panzer, der will dahin fahren, wo es weh tut. Ja, ihr wollt nicht irgendwo, ihr seid kein Sniper, ihr seid auch kein zweite Reihe Panzer, ihr seid ein schwerer Super Heavy. Ihr habt ein gutes Geschütz, ihr habt eine vor allem sehr, sehr gute Mobilität. Man kann natürlich hier auch noch ein Turbo einbauen, bin ich aber kein Freund von, weil ich lieber alles auf Waffenhandhabung habe, damit ihr diese Kanone auch zum Einsatz bringen könnt. Und jetzt ist es halt eigentlich wichtig, der VZ müsste jetzt eigentlich auch hier mit herkommen. 60 TP E4, die kommen mit. Da ist eine ganze Menge an Kruppzeug schon runtergefahren. Von hier hat man manchmal Möglichkeiten, auch noch einen Schuss loszuwerden. Auf zum Beispiel sowas wie ein Objekt 140 da hinten. EBR hat da gerade einen Baum umgeworfen. Da kann man mal blind reinschießen, aber er ist auch schon wieder vorbei. Also man kann hier durchaus mal 1-2 Schüsse machen, die nicht die allergrößte Chance haben zu treffen. Aber jeden Schuss, den ihr nicht abgebt, den könnt ihr auch nicht treffen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns hier drum kümmern. Ich meine, bei der Menge an Leoparden, wird es relativ überschaubar, glaube ich. Unser Team hat jetzt schon 2 wichtige Panzer eigentlich draußen, Objekt 140. So, und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel so lang fahrt, dann könnt ihr hier rüber schießen. Also wenn da irgendwas stehen sollte, könnt ihr hier diese Position zum Beispiel nutzen. Diese Position hier vorne links spiele ich auch ganz gerne, aber bei 2 Artis ist es halt immer so ein Vabon-Spiel. Ihr seht auch schon, die Leoparden stehen da hinten alle und snipen. Der Kranmann ist bis jetzt hier auch noch nicht aufgerückt. 60 TP fährt durch und das ist eigentlich jetzt schon für euch der Moment, wo ihr sagen müsstet, okay, komm, let's go. SC2 hat einen Schuss raus und der 60 TP wird da gleich um die Ecke pieken. Also SC2 hat jetzt schon ein Problem. Mal schnell ruhig den Schuss geaimt. Lieber vom SC2 noch eine kassieren als vom E3. Hier muss man jetzt wieder vorsichtig sein. Hier kann es halt auch sein, dass die Arti reinschießt. So, ich habe hier auch noch keinen Vorahnungsskill. Deswegen, ich lade jetzt trotzdem auf APCR um für den E3. Der hat, so wie er da steht, wenig Probleme, uns zu durchschlagen. Und ihr müsst beim IS-7 halt auch immer aufpassen. Ich warte jetzt darauf, dass der 60 TP von der Seite kommt, dass sich der E3 quasi entscheiden muss. E3 ist schon abgetaucht.
FV könnte da drüben stehen. Also mal einen Blindschuss riskieren. Steht da nicht. Schuss ist durchgeflogen. Wir müssen jetzt hier auch, wie gesagt, wieder aufpassen wegen der Arti. So, in die Seite, dem E3 gefeuert. Also der E3 hat jetzt das Problem, dass er quasi zwischen uns entscheiden muss und einem muss er halt die Seite anbieten. Wenn er zu mir sich dreht, dann kann der 60 TP schießen. So, und jetzt ist halt den E3 da zu pushen, wo er steht, relativ schwierig. Wir können jetzt gleich mal wieder auf AP umladen. Das war die GC. Ich ziehe jetzt nicht mein Medkit, einfach weil ich im Moment nicht in Bedrängnis bin und mein Medkit vielleicht gleich noch brauche. Es ist auch kein Crewmember gestorben. Das heißt, ich warte jetzt hier die Zeit, die ich betäubt bin, ab. Und fahre jetzt mit dem E4 nach vorne. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hinter den E3 kommen. Der Kranwand guckt auch gerade nicht. Kranwand braucht gerade mega Scheiße. Und jetzt sollten wir hier hinter den E3 kommen. Vielleicht macht der E4 ihn schon weg. So, E4 ist weg. Progetto steht da unten und klippert rein. Vor dem Progetto habe ich ehrlicherweise keine Angst. Er sollte, da ist der FV, hallo. Ah, ich sag ja. So, jetzt ziehe ich alles, was ich habe. Ich nutze den Reload des FV aus. Gebe dem Progetto eine mit. Der FV ist wieder da. Jetzt könnte er sehr gut AP vorgeladen haben. So, und er will da jetzt wieder schießen. Blindschuss, er ist durchgeflogen. Also der geiert da auf den 60 TP. Und jetzt kommt hinter mir ein Leo. Und den Leo, den gehen wir jetzt an. Erstmal auf Kette stellen. Dann hoffen, dass jetzt meine Mitspieler rumkommen. Der Leo ist auch völlig wahnsinnig. Einen Schuss kann ich mir nehmen, dann ist er auch draußen. Mit Auto-Aim mache ich ihn jetzt. Er bounced. Ein AP lassen wir ihn stehen. Ärgerlich, aber... So. Unser Medkit, unser Rapkit ist auch gleich wieder da. Kranwahn steht jetzt da vorne. Wir sollten jetzt zusehen, dass wir möglichst schnell hier rumkommen, bis der Kranwahn piekt. Um einen besseren Winkel auf ihn zu bekommen. Arti wird hier wahrscheinlich auch reinschießen können. Aber da ist er nämlich schon. Jetzt können wir den Kranwahn hier antanken. Einen hat er raus. Arti hat geschossen. So, unser Progetto geht jetzt vor. Kranwahn hat zwei raus. Den dritten kann ich mir jetzt auch, wenn ich möchte, fangen. Oder lieber auf den Leopard da oben schießen. Hallo. So, einen hat er noch. Leopard schießt da eh. Kranwahn ist leer. Und das heißt, wir können ihn jetzt hier anpieken. Rausnehmen, vor dem 705A in Deckung fahren. Jetzt das Rapkit ziehen. Weil der RV nämlich schon wieder auf uns geiert. Hat uns gar nicht mitbekommen. Oder? Fährt er jetzt zurück? Also RV up-aim. Und jetzt gleich wieder das Momentum nutzen. Jetzt können wir eigentlich eine HE laden. Weil, scheiß auf den 705. Wir wollen ihn. Keine... Also er schießt daneben, aber er hatte auch schon wieder eine Hash drin, also mit der wird er uns eh nicht penetrieren. Ich ziehe jetzt an dem 705 vorbei und sag mir, scheiß drauf, ich nehme mir den Schuss. Ich will noch einen in den FV, ich will den FV killen. Hat natürlich nicht funktioniert, warum sollte es auch? So, jetzt nehme ich hier lieber den Schuss. Und habe eigentlich genug Zeit. Ja, FV wird rausgenommen. Also, das war jetzt so eine erste solide Runde mit dem IS-7. Wichtig ist immer, ne, ihr müsst mit dem IS-7 immer aufpassen, was passiert. Eure Panzerung nutzen. Ihr habt keine große Gun Depression. Das heißt, die
ja, Positionen sind auch limitiert, die ihr machen könnt. Aber ihr habt auch gesehen, man braucht jetzt nicht groß Premium-Munition gegen sowas wie eine E3. Da geht man dann auf Nummer sicher. Aber ansonsten, wir haben 2000 Schaden geblockt, 4487 gemacht. So müsst ihr eigentlich Stück für Stück immer das durcharbeiten. Und ihr müsst vor allem auch immer da sein, wo der Schaden gemacht wird. Nicht irgendwo hinten rumstehen, nicht irgendwie lange auf irgendwas snipen. Da kann man mal ein, zwei Schuss abgeben. Aber ansonsten immer, wie gesagt, schön vorne mit dabei sein und dann auch so ein bisschen eine Zielevaluation machen. Ja, was ist jetzt gerade gefährlich für euch? Wo könnt ihr vielleicht mehr Schaden machen? Weil ihr wollt natürlich auch immer den größtmöglichen Schaden rausholen. Wichtig ist, bei Autolodern müsst ihr mitzählen können. Na, in dem Fall jetzt zum Beispiel, wie wir beim Kran waren, dass ihr mitkriegt, okay, ja, zwei raus, einen könnt ihr euch fangen. Ihr seid ein Heavy, ja, ihr habt nicht umsonst so viel AP. Da kann man dann auch manchmal einfach sagen, komm, ich nehme mir einen fürs Team. Dann kann man da aber weiter vorrücken. Was man ganz, ganz häufig sieht, einer der größten Probleme eigentlich, sind diese Super-Heavy-Fahrer, die so feige sind, dass sie ihre HP gar nicht einsetzen. Ja, das sieht man leider viel, viel zu häufig. Die Leute fahren einen IS-7, einen EN-100, eine Maus, whatever, und sind einfach sich zu schade, mal einen Schuss zu nehmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ihr lernen müsst, wenn ihr erfolgreich Heavys fahren wollt. Ihr seid diejenigen, die dafür zuständig sind, dass da dann auch mal gepusht wird. Ja, es macht natürlich nicht in jeder Situation Sinn. Auch das werden wir hier im Weiteren noch vertiefen. Aber jetzt gerade in der Situation war es zum Beispiel wichtig, auf den ST2 mit drauf zu fahren, einen Schuss abzugeben oder beim Kranwagen mal einen Schuss zu nehmen. Ah, solche Geschichten. So, jetzt sind wir hier auf chinesische Mauer. Wir haben im Gegnerteam IS-7, 260, VZ-55. Ich mag es gar nicht, hier in den Norden zu fahren. Mit dem IS-7 seid ihr zum Beispiel aber auch schnell genug, um zu reagieren, wenn ihr seht, okay, der Norden wird gepusht, dann wieder zurückzufahren. Ja, das ist das Schöne an dem IS-7. Ihr habt die nötige Mobilität. Ihr könnt auf die unterschiedlichsten Szenarien reagieren. Ja, EN-100, E4 kommt mit. Was man hier auf der Karte auch auf gar keinen Fall von dieser Seite machen sollte, hier runter zu J2 fahren. Gerade wenn das Gegnerteam dann auch noch sehr mobiles Setup hat. Die Kollegen stehen sofort vor euch, pushen euch und nehmen euch auseinander. Also mittlerweile machen das nur noch wenige, aber es gibt immer noch genug, die hier von dieser Seite hier unten hinfahren. Da kriegt ihr einfach nur auf die Fresse. Lieber hier in der Mitte erstmal den Highground gewinnen. Wenn die dann hier hinten durchkommen, ja mein Gott, dann müssen sie wieder von unten nach oben fighten. Für euch umso besser. Und unser Team muss ich sagen, macht das jetzt hier auch relativ gut. Ja, die lassen sich gar nicht darauf ein. Zumindest der IS-7 hier nicht. E4 und EN-100, das sieht nicht so gut aus. Das sieht so aus, als wenn die da vorhaben, durchzufahren. Von hier oben ist wichtig, hier diese E1-Position zu kennen. Da stehen nämlich ganz gerne mal TDs. Das heißt, nicht da links anfahren, sondern eher hier rechts. VZ-55 kommt jetzt hier schon hoch. Der wird gleich sein blaues Wunder erleben. Ich habe ein bisschen Angst, dass da jetzt ein TD steht. Deswegen schieß in solchen Situationen einfach mal da hinten blind reinschießen. Also da steht irgendwas. Hier Haldon erstmal zu dieser Position stehen. Da steht irgendwas drin. Also das wird wahrscheinlich der Stritzwahn sein oder eine der Grillen. Jetzt steht nichts mehr drin. Da vorne jetzt. Da wäre jetzt zum Beispiel wieder so eine Möglichkeit zu pushen, mitzupushen. Ja, einfach reinkrachen. Auf Fosch und Grille. Einfach für euer Team jetzt hier wieder den Push initiieren. Wir haben hier noch eigentlich genug. EN-100, IS-7, jagt ihr. Ihr habt die AP. Und ihr habt vor allem auch Ramming Speed, ne? So ist es nicht. So. Da Fosch hat einen raus. Zwei raus. Die Kanone vom Frosch ist natürlich auch super schlecht. Immer schön in Deckung bleiben, Halldown spielen. Kurz mal auf Track setzen. Und dann könnt ihr jetzt sogar gegen ihn sidescrapen, wenn er APC drin hat. Oh, hat er. So, und jetzt ist er eigentlich auch maximal einen Schuss hat er noch, dann ist er leer.
So. Den Schuss von der Grille will ich jetzt ehrlicherweise nicht fangen. Es wäre halt cool, wenn mein Team mich hier mal sidescrapen lassen würde. Können wir sie nämlich so rausnehmen. So, und jetzt krachen wir da hinten einfach durch. Ihr müsst halt aber auch damit rechnen, dass euer Team häufig keine Rücksicht darauf nimmt, was ihr, weil die Leute halt einfach nicht gut genug sind, was ihr zu tun habt. Ist aber auch nicht so schlimm. So. Jetzt müssen wir hier wieder clever spielen. Einen hat er raus, jetzt können wir schon direkt wieder pushen. Also immer schön die Schüsse baiten, auf Kette stellen. Grille hat auch gerade geschossen, ich lade jetzt aber keine AE. So, und einfach weiter, weiter. FV, das ist das Schöne, müsst ihr im E7 eigentlich auch nicht so die große Angst vor haben. Hat auch gerade geschossen, also wieder weiter. Aus der Fahrt tracken und weiter angreifen. FV ist noch im Reload, da hinten die Stritzwaren. Können wir noch einen drauf geben. Tschüss. Unser Spot. Jetzt hat der FV nachgeladen, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, den können wir eigentlich da oben durchschießen. Zack. So, den will ich jetzt aber auch schnell raus haben, weil der Stritzwahn mir sonst zu sehr auf die Nüsse geht. Und jetzt, wenn er jetzt schießt, sollte er eigentlich aufgehen. Jawohl, so ist es auch. Der Schuss. Keine Ahnung, okay, der ist jetzt irgendwo sonst wohin geflogen. So, und jetzt wird er schon gegangtackelt. Nochmal aus der Fahrt einmachen, weil da hinten könnten wir vielleicht noch einen Schuss loswerden. Da ist nämlich auch noch Schaden am Start. Leopard kann nochmal schießen. Und es mag jetzt vielleicht so simpel aussehen und es mag jetzt vielleicht auch so aussehen, als wenn wir die Runde ohnehin gewonnen hätten. Okay, das ist wieder die E7-Kanone. Aber es ist halt ein signifikanter Unterschied, ob da zum Beispiel ein Heavy steht und pusht gegen Grille, Forsch, Stritzwahn, Stritzwahn, FV, VZ. Es muss jemand da sein, der mal einen Schuss baitet, wie auch beim VZ. Wir haben die Forsch sich leer schießen lassen mit unserer Panzerung. Also das sieht dann aus wie so ein Domino-Effekt und es sieht auch irgendwie so aus, als wenn ihr gar nichts dazu beigetragen hättet. Aber wir haben jetzt hier 6.500 kombinierten Schaden oder 5.500 kombinierten Schaden gemacht. Wir haben an Erfahrung das meiste und das Gegnerteam ist einfach nur zusammengekracht, weil wir im richtigen Moment den richtigen Push gemacht haben und die Gegner so massiv krass unter Druck gesetzt, dass sie gar keine Chance mehr hatten, weil es einfach zu viele TDs jetzt waren. Das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen Matchmaking-Fail, aber das müsst ihr euch dann zunutze machen, ja. Also es war jetzt mit, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mitnichten die Runde so easy gewonnen hätten, wenn jetzt hier an der Stelle nicht der Push zur richtigen Zeit gekommen ist. Und da muss man sich dann auch wieder vor Augen führen, ihr sitzt in einem scheiß Super Heavy, spielt auch wie in einem Super Heavy. Ich kann da nicht oft genug drauf rumreiten. Diese Feigheit, die man häufig sieht, die ist halt, die führt halt häufig zur Niederlage. Mag man jetzt sich gar nicht denken oder so. Man darf natürlich auch nicht überaggressiv sein. Man muss die Chance erkennen. Wir hatten so viele Mitspieler da außen, dass es nur Sinn gemacht hat, da zu pushen. Also wenn da jetzt keine Mitspieler gewesen wären, dann hätten wir es natürlich nicht so spielen können. Aber es gehören, wie gesagt, immer zwei dazu. Die Chance erkennen und dann auch diese Chance umsetzen. Ja? Also, ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden, warum wir jetzt hier, denke ich, einen relativ großen Einfluss hatten und auch zu diesem Domino-Effekt maßgeblich beigetragen haben. So, wir können jetzt hier einmal eine Schnellausbildung wieder einmachen. So, dann schauen wir einmal ganz kurz. Bis jetzt haben wir zwei Runden gespielt, beide Runden gewonnen. Mittlerer Schaden sind 3,7 und mittlere Unterstützung 1,7. Also das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus. Dass ihr das vielleicht nicht alle gleich von Anfang an so umsetzen könnt, auch das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr solltet es nur mal gesehen haben und vor allem euch ähnliche Gedanken machen. Ja, immer versuchen, Chancen zu erkennen, euch immer überlegen, okay, wo macht mein Panzer jetzt am meisten Sinn, wo hat er den größten Gefechtswert, wo kann ich die Stärken ausspielen, wo kann ich Panzern aus dem Weg gehen, zum Beispiel an einer Haldown-Position gegen Kranwand spielen, wollt ihr eigentlich nie. Ja, wir gehen jetzt mal in die dritte Runde rein, gucken mal, was wir jetzt angeboten bekommen.
Und wie gesagt, wir werden auch Runden dabei haben. Kann sein, dass es jetzt schon kommt, wo wir knallhart auf die Fresse kriegen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt jede Runde gewinnt, ne? Selbst wenn man gut spielt. Hier sieht es zum Beispiel jetzt schon mal ganz schön bitter aus. T95 Chieftain im Gegnerteam, Kranwahn, also jede Menge unangenehmer Gegner. Und hier ist jetzt so das Ding, hier habe ich selber immer meine Probleme mit dem IS-7. Ne? Also wir haben den Hügel, den wir natürlich anfahren könnten. Wir haben selber auch einen Super Conqueror, einen M5Y, Kranwahn. Also die sollten auf jeden Fall zum Hügel fahren. Der Super Conqueror zeigt aber schon an, dass er nicht zum Hügel fährt. Wir können tatsächlich aber, wenn der Super Conqueror zur Einserlinie fährt, können wir dahin fahren. Ja, ist überhaupt gar kein Problem. Kann man machen. TVP fährt da auch mit hin. Es kann natürlich sein, dass uns da E4 entgegenkommt. Es kann auch sein, dass uns da der Chieftain entgegenkommt. Dann haben wir natürlich ein Problem. Wir sollten hier möglichst weit hinten rumfahren, um nicht gespottet zu werden. EBR ist schon auf den Hügel gefahren. Also den Hügel werden wir wahrscheinlich, so wie es ausschaut, verlieren. Mal gucken, ob wir da jetzt auf den VZ schießen können, wenn er da rumpusht. Nee. T110 E4 ist schon aufgegangen, steht da hinten und will hier reingeiern. Kann man nochmal einen Blindschuss machen. Also E4 finde ich immer nicht so das Problem. Chieftain müssen wir halt jetzt gucken. Der kann auch gut hier kommen. 277 ist nämlich schon mal da. Und da ist auch schon der Chieftain. Das heißt, wir sollten hier vielleicht schon in der Halldown drin bleiben und hoffen, dass uns unsere Artis hier vielleicht unterstützen. Also, die kommen lassen. Keine Ahnung, was der Conqueror davor hat. So, Jagdpanzer EN100 kommt auch. Ah, da habe ich kurz die Seite gehabt vom Chieftain. Er hat mich jetzt gespottet. Jetzt müssen wir eigentlich hoffen, dass uns die Arti nicht zu sehr aufs Dach scheißt. Ich stehe hier relativ offen, muss man sagen. So, und hier würde ich jetzt tatsächlich das erste Mal APC erladen. Weil wir sonst gegen den Jagd-E keine Chance haben, gegen die Superstructure. Jagd-E hat auch gerade geschossen. Aber ich würde hier trotzdem in der Senke bleiben. Wir müssen die eigentlich jetzt nur aufhalten. Weil der Chieftain, solange er da hinten am Tun und Machen ist, wichtig ist, dass der TVP jetzt da keine Scheiße baut. E4 kommt jetzt über uns. Auch das eigentlich kein Problem. Den kann ich auch von hier bekämpfen. So, Jagd-E müssen wir jetzt eine zimmern. Der Jagd-E, wenn er Heat schießt, kann uns durchaus durch den Turm schießen. Also, das ist halt immer so... Hat aber geschossen. Nochmal eine. Da müsst ihr dann versuchen zu snappen. Chieftain hat schon keinen Bock mehr gegen Halldown IS-7. Ja, wir müssen jetzt hoffen, dass unser Team... Ah, der hätte jetzt sitzen müssen. Aber der Kranwahn pumpt ihn, glaube ich, eh weg. So, und jetzt spotte ich den Jagd-E nicht mal mehr, oder was? Keine Ahnung, wo der Jagd-E hingefahren ist. Also hier geht es jetzt eigentlich nur darum, unserem Team so ein bisschen Zeit zu erkaufen. Jagd-E ist auch weggefahren. Ah, der Schuss hätte eigentlich sitzen dürfen. Ich kann jetzt mal wieder auf die AP laden. Ärgerlich, dass die Schüsse auf die Turmseite vom VZ nicht treffen, nicht penetrieren. EBR schießt schon vom Hügel auf uns. Also im Moment ist mein Einfluss hier... War vielleicht nicht die beste Entscheidung, hierher zu fahren. Wäre vielleicht sogar besser gewesen, rüber zu fahren. Ich pushe jetzt auf jeden Fall das 277. Er hat geschossen, ich habe geschossen. Objekt 140. Ich muss jetzt hier... Dass ich jetzt mein Rapkit schon verloren habe, ist natürlich ärgerlich. Und er versucht sich jetzt hier auch schon zu verpissen. Ich habe die bessere Panzerung, er hat die bessere Premium-Munition.
Aber wir haben ja HP. So, jetzt haben wir ihn auf Kette gestellt. Und jetzt müssen wir ihn versuchen rauszunehmen. So. Den haben wir hinter uns. Und jetzt können wir eigentlich hier durchkrachen. Noch eine Artischelle werden wir wahrscheinlich kassieren. Müssen jetzt vor allem helfen gegen den Chieftain. Er war, der Chieftain ist meistens, die sind ja meistens gute Spieler. Er weiß auch schon, was kommt. So. So, und jetzt sollten wir ihn eigentlich haben. Jawohl. So, war jetzt bis jetzt eine Scheißrunde, gebe ich ganz offen zu. Wir haben aber, denke ich, trotzdem einen einigermaßen brauchbaren Beitrag geleistet. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir die Typen vom Hügel runterkriegen. Die Gegner haben ja noch ein bisschen was und ich habe leider keine HP mehr. Der EBR ist verunfallt, das ist natürlich fair. So, gegen den SCB können wir hier vielleicht einmal kurz pieken. Scheint AFK zu sein. Das ist natürlich jetzt nett. Aber auch das, ne? Das sind alles so Sachen, man muss das einfach wissen, wann man zum Beispiel so einen Gegner wie den 277 da rauspusht, wenn er isoliert ist, dass man dann auch einfach mal in diese Trade-Situation reingeht, seine Schüsse sicher macht, ruhig zielt, nicht irgendwie panisch reagiert. Dann muss man auch wissen, dass man noch genug HP hat, den Chieftain anzugehen und ihn mit zwei Schuss rausnehmen. Auch da sauber zielen, nicht panisch reagieren. Das sind alles so Situationen und wenn man dann schon weiß, okay, hier kommen die Gegner, auch solche Positionen kennen, da erstmal in der Senke warten, gucken, sich einen HP-Vorteil rausarbeiten. So, kann sein, dass er da oben jetzt piekt, jawohl, tot. Und der Kranmann ist hier unten irgendwo. Da können wir jetzt vielleicht noch einen Heldentod sterben, den wir uns jetzt hier von der... Ah, okay. Doch nicht. Ich habe jetzt gedacht, wir stürzen uns hier von der Brücke und machen einen easy, lässigen Kill. Aber... auch hier, auch wenn es jetzt für uns schadensmäßig nicht die geilste Runde war, denke ich, haben wir eine wichtige Blocking-Position übernommen, haben quasi das 277, den Jagdier und den Chieftain nicht durchgelassen, auch der VZ-55. Auch wenn unsere Schüsse ärgerlicherweise an seiner Turmseite geklingelt haben und nicht penetriert haben, hat er keine Chance da gehabt, da durchzupushen. Also die Seite gut verteidigt. Wir haben hier sogar noch irgendwas blind getroffen. Ja, umso besser. Also, 3400 Schaden haben wir gemacht. War, wie gesagt, nicht die beste Runde, aber wir konnten da besser agieren als auf dem Hügel. Wir haben gesehen, okay, Super Conqueror hat gesagt, er hilft uns da. Dann sind wir schon mal nicht alleine. Dann ist auch noch der TVP damit hingekommen. Und dann haben wir, glaube ich, zur richtigen Zeit das 277 attackiert, haben uns da durchgesetzt und haben dann auch noch den Chieftain mit rausgenommen. Weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich mit dem Chieftain eher auf dem Hügel gefahren, aber das muss er ja dann auch für sich selber wissen. Ja, also, dritte Runde. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die vierte Runde. Und ihr seht, ne, am Anfang erstmal sich überlegen, wo mache ich am meisten Sinn, was macht mein Team. Dann eine Position fahren, die vielleicht Sinn ergibt. Jetzt hier zum Beispiel, hier ist es jetzt so in der Situation, wir sind Top-Tier, wir hatten beide Möglichkeiten. Ich persönlich mag diese Seite gar nicht, weil hier hinten, wenn da ein Stritzwand oder ein Forscher drin steht, ist das Pushen schon fast unmöglich. Andere Seite finde ich deutlich interessanter und deswegen werde ich jetzt meinem Team auch schon direkt anzeigen. Als Top-Tier sollte man immer anzeigen, wo man hinfährt, ja? dass sich so das Team irgendwie... ein bisschen orientieren kann, was habt ihr vor. Und dann, ihr schreibt auch schon der Type 61, er folgt mir. Ich würde hier sogar jetzt, weil wir so zügig sind, relativ schnell versuchen, hinten in die Ecke reinzukommen. Und tatsächlich schon wieder massiven Druck aufbauen. Als Top-Tier hat man
Ja, eigentlich die schwerste Bürde. Es mag jetzt eigentlich am einfachsten aussehen, weil ihr denkt, okay, so viele Achter, so viele Neuner, aber ihr habt eigentlich auch die größte Verantwortung, weil ihr seid die Kanone. Unser TVP, weiß ich nicht, wo der hingefahren ist, andere Seite. Ich würde jetzt hier gerne auch rüber crossen. Ich hoffe, Frau Spee ist schon da. Ärgerlich. Müssen wir jetzt ihn hier angehen. Den Schuss verdonkt. Also, wenn da ein Frau Spee steht, dann cross ich natürlich nicht. Aber so wie er da steht. Da ist schon wieder unter aller Sau. So, und jetzt würde ich sagen, ziehen wir schon durch. Jetzt kommt er wieder. So, gekettet. Jetzt kann der Borask ihn vielleicht wegmachen. Ich will eigentlich jetzt... Also das, was der T32 jetzt hier macht, ist für mich wieder tricky. Eigentlich will ich da doch lieber rüber. Den Schuss hätte ich jetzt machen müssen, aber Forsch hat 3 raus. So, T32 jetzt vielleicht einfach mal nicht. Einfach jetzt mal andere machen lassen. So, ich cross jetzt hier, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich will auch jetzt nicht, dass mir der T32 die ganze Zeit im Weg rumsteht. Ein bisschen Manövrierfähigkeit muss man einfach mitbringen. So, da oben steht ein Borast drin. Jawohl. Und die können wir natürlich jetzt von hier beschießen. Diese Position ist halt deutlich besser. So, einfach mal blind da reinschießen. Wird schon immer den richtigen treffen. Und ihr seht, auf der anderen Seite passiert jetzt nicht so viel. Das heißt, wir müssen hier irgendwas machen. Ehrlicherweise müssen wir jetzt ein bisschen mit unserem sechsten Sinn arbeiten. Also wir sind jetzt aufgegangen. Post steht da also. So, wir können jetzt mal für ihn eine APC erladen, dass ich den Schuss wenigstens sicher mache. Unser Borast hat sich jetzt hier blöd rausholen lassen. Porsche hat wieder geschossen. So, und jetzt will er abhauen. Das, was der T32 da macht, ist auch absoluter Dünnpfiff. Ah, hier stehen relativ viele und dieser Frosch ist halt... Okay, jetzt ist er wenigstens schon mal One-Shot. So. Hinten jetzt die Lorraine. Den habe ich leider auch nicht getroffen. Dass dieser Frosch immer noch lebt, das ist halt... Das ist halt das größte Problem eigentlich gerade. Der jetzt mal rausgehen würde, das wäre schon top. Okay, er piekt gerade nicht. So, jetzt wird der Frosch gleich wieder pieken. Also manchmal auch einfach nur pieken, um sich einen Schuss zu fangen. Das ist jetzt hier eine ziemlich zähe Nummer. So, bitte jetzt. Ah, dass ich ihn einfach nicht krieg. Jetzt hat er uns auch noch das Emmerich gezogen. Was es nicht besser macht. So, jetzt der Schuss muss jetzt sitzen. Danke. So, jetzt haben wir hier zwar schon gute 1500 HP verloren. Aber jetzt haben wir immerhin die Möglichkeit, hier ein bisschen mehr zu machen. So, die Lorraine wird wahrscheinlich auch gleich wieder pieken. Ich arbeite jetzt hier natürlich gegen lauter Typen mit mehr Gun Depression. Also,
eigentlich wäre es jetzt schlau, hier wegzufahren, aber so richtig wegkommen tue ich hier auch nicht. Jetzt pusht die Lorraine da rein. Ja. Ich bräuchte jetzt hier halt mehr Backup. Jetzt wäre es, jetzt an der Stelle wäre es gut, wenn der, wenn der T-32 noch da wäre. Der musste sich ja erstmal selber wegwasten. Eigentlich wollen wir jetzt die Lorraine raushaben. Und der Type 61, der uns helfen wollte, der ist auch nicht mitgekommen. Also ein bisschen Backup, gerade wenn wir jetzt hier die beiden Haldown-Heavies angehen wollen, bräuchten wir schon. Und wir müssen halt den nächsten Autoloader da erstmal noch weg haben. Die Lorraine muss erstmal raus. Guck mal, auf F7. Es wird auch keiner kommen, so eine Badget oder ein TVP, Type 61. Es wäre halt gut, wenn hier irgendwas kommen würde, um uns mal ein bisschen beim Pushen zu helfen. Das ist sehr zäh, die Runde. Der da darf jetzt auch nicht noch mehr HP verlieren. So, jetzt steht er. Ich hoffe, dass er nicht zu viel HP jetzt verliert. So, diese Lorraine, die... AWK, das ist wieder useless. Jetzt kommt der Astron. Jetzt können wir nach vorne fahren. Jetzt sind wir hier zu dritt. Lorraine muss als erstes irgendwie raus. Ich hoffe, dass der M4 ihn abaimt. Astron, jetzt bitte nicht wasten. Das wäre ganz fair. Okay, Löwe ist besser als ich. Okay, wenigstens die Lorraine schon mal raus. Den Kettentreffer habe ich nicht gesetzt. Jetzt müsste der M4 aufrücken. Ich meine, wir gewinnen die Runde, aber... Der Löwe ist ein guter. Also das muss man schon sagen. Der Löwe macht das sehr gut. Der hat hier komplett meine Runde gekracht. So, aber... Jetzt fährt er da hinten rum. Oh, ich bräuchte jetzt hier Hilfe. Okay, RNG tut jetzt auch noch sein Übriges dazu. Achso, der gute Vorführeffekt. So, jetzt sollten wir ihn aber rausnehmen. Also, die Runde fernab von Gut und Böse. Und das ist halt das, was ich gerade gesagt habe, ne? Ihr habt halt diese dumme Verantwortung. Ihr wollt irgendwas machen und meistens sind das die Runden, die eigentlich am beschissensten laufen, weil euer Team irgendwie... Ja, keine Ahnung. Kanone zickt jetzt auch ganz gut rum. Also das kommt so alles so ein bisschen zusammen, ne? Posch haben wir nicht rausbekommen oder viel zu spät. Dann die Schüsse auf den Löwen, alle nicht getroffen. Löwe hat das gut gemacht, muss man sagen. Und auch wenn der Conqueror da mit der Stockkanone stand, ich meine, es reicht, die Carnarvon-Kanone reicht, um euch zu penetrieren. Trotzdem, dann haben andere hier den Krieg gewonnen. Oder das Gegnerteam hat sich auf der anderen Seite mehr weggeschmissen. Ich meine, so ein Camp auszuhebeln mit Gun-Depression-starken Panzern mit einem IS-7 ist halt auch nicht so einfach, ne? Also es muss man sich auch nichts vormachen, wenn da zwei Panzer mit einer guten Turmpanzerung und 10 Grad Gun Depression stehen, dann guckst du halt manchmal auch doof aus der Wäsche, aber letztendlich haben wir es ja dann irgendwie doch noch gelöst bekommen. Den Boras haben wir auch getroffen, 2500 Schaden. War jetzt nicht geil dafür, dass wir Top-Tier waren, aber auf der anderen Seite muss man sagen, haben wir auch leider recht wenig Unterstützung auf der Seite bekommen. Und die Gegner haben sich aber fairerweise dann auf der anderen Seite in den VSP rein donated und in den Schrittswahn, wie es aussieht, und in den E4. Ja, alles in allem, na, würde ich sagen, vierte Runde. Das war jetzt die erste Runde, wo ich sage, boah, war nicht geil, aber wir haben auch die gewonnen. Und dann würde ich sagen,
hauen wir nochmal eine fünfte hinterher. Also es war jetzt auch die erste Runde, wo ich sagen würde, unser Einfluss war nicht so, wie ich ihn mir hätte vorgestellt. Bei den anderen drei Runden, würde ich sagen, haben wir doch den nötigen Unterschied gemacht, haben den Einfluss gehabt, haben das Gefecht zum Gegner getragen. Jetzt hier in der vierten Runde war es nicht unbedingt unseres. So, jetzt stehen wir wieder vor der nächsten schwierigen Entscheidung. Die Gegner haben Kranbahn, Rhinoceronte, Super Conqueror und es ist extrem eklig, hier unten den Süden zu pushen. Also fast unmöglich. Wir haben auch noch dazu einen E5, der da unten auseinandergenommen wird. Wir haben einen AMX-50B. Das heißt, ich bin tatsächlich der Meinung, wir könnten hier rüberfahren. Oder der EBR sagt, er spottet the cross. Ja gut, dann hat drei Gunmarks. Wenn er sagt, er weiß, wovon er redet, dann stelle ich mich hier vielleicht tatsächlich erstmal in diese TD-Position rein. Da können wir vielleicht ein, zwei Schüsse machen. Ich lade jetzt auch eine APCR. Na klar. Na klar bleibst du da vor allem gespottet stehen. So, und jetzt haben die Gegner so wenig HP, dass wir doch dahin fahren. Wobei, es sind einfach zu viele, ne? Muss jetzt fairerweise sagen, es sind auch einfach zu viele. Relativ komplizierte Situation gerade. Auch relativ schwer zu sagen, was das Richtige ist. Der V könnte da oben drin stehen. Leopard steht da. Hier jetzt weiter zu fighten macht wenig Sinn. Der T22 Medium, der spielt aber auch einen Scheiß zusammen. Wahnsinn. Also Kranwahn One-Shot, T22 Medium One-Shot. Wir haben zwei Artis, die können auf den Kranwahn schießen. Der Kranwahn geht jetzt wahrscheinlich gleich raus. Aber da weiter zu pushen macht halt auch keinen Sinn, weil der Rest der Bande da hinten irgendwo Haldown drin steht. Wobei jetzt hier, E7. Jetzt kommen sie hier schon, dann können wir hier eigentlich auch den Deathlord spielen. So, erstmal ihn weg. Man kann hier, wenn man keine Gun Depression hat, kann man hier diese Schräge eigentlich ganz gut anfahren. Und so einen Schuss provozieren und dann kann man im besten Falle da reinschießen. Aber das Gegnerteam schmeißt sich gerade auch schon wieder dick weg. Also hier ist dann auch, ne, ihr müsst jetzt gar nichts machen, ihr müsst euch jetzt auch nicht wegschmeißen, ihr könnt jetzt hier einfach ganz entspannt stehen bleiben. Was man machen kann, um hier ein bisschen Juice, weil wir haben ja nicht die Gun Depression, wir können da jetzt nicht gegen die an der Stelle fighten. Wir machen jetzt das, was die Grille dann nämlich gerade macht. Wir fahren jetzt einfach von außen ran. Kommt von hinten. Klingt blöd. Jetzt hier vielleicht nochmal einen Snipe auf den Badget machen. Da hat der Safe nicht mitgerechnet. Ob der getroffen hat, sah gut aus auf jeden Fall. So. Jetzt sind die Gegner so ein bisschen in der Zwickmühle. Wir wollen jetzt natürlich hier auf die Grille geiern. Hi. So. Jetzt einfach nachladen. Wir haben den Conqueror voll im Griff. Noch beide Med und Rapkit. So. Dann einfach tauschen. War jetzt natürlich ärgerliche Low Roll. So. Jetzt stehen die da hinten in der Ecke relativ isoliert. Werden auch schon gepusht. Ist jetzt die Frage, ob das überhaupt noch Sinn macht.
Macht's nicht. So, aber auch hier, das ist jetzt hier wieder so ein Auto-Win, weil die Gegner einfach zu schlecht waren. Na, auch das habe ich ja gesagt. Aber, ey, nehmen wir mit. Wenn sie besser gewesen wären, hätten wir auch mehr machen können. Wenn das Gegnerteam einfach zu schlecht ist, ja, mein Gott, dann ist das halt so. Dann müsst ihr euch mit ein bisschen weniger zufrieden geben. Ein Schuss wäre noch ganz geil. Aber Batch ist auch schon tot. Na, moin. Ja, nochmal eine faire 5-Minuten-Runde. Sehr, sehr einseitig. Aber unser Team hat das richtig gemacht, ist nicht überaggressiv in den Süden gefahren. Der Spot vom EBR war super. Das Gegnerteam hat, glaube ich, schon 4000 AP bei dem Cross verloren, weil die Gegner viel zu aggressiv da und viel zu weit vorne gecrossed sind. Der EBR hat es vorher kommuniziert, die Leute waren darauf vorbereitet, haben geschossen. Wir haben sogar noch die Batchhead getroffen, wilder Schuss. Aber 2000 Schaden ist jetzt natürlich nichts. Hier hat jeder ein bisschen was gemacht, im Gegnerteam haben ganz viele gar nichts gemacht. Ja, da war, denke ich, genug dabei. Gucken wir mal ganz kurz rauf. Also, wir haben 5-mal gespielt, 100% Siegrate, 3115 Durchschnittsschaden, 807 Unterstützungsschaden. Bei dem IS-7 reicht das, glaube ich, schon für dritte Gunmark-Niveau. Wenn ihr so knapp 3,8, 3,9 fahrt, sollte das für die dritte Gunmark eigentlich schon reichen. Ja, ich hoffe, dass die erste Folge schon mal euch ein bisschen gezeigt hat, wo der Frosch die Locken hat, beziehungsweise wo es so thematisch hingehen soll. Ich werde auf jeden Fall mit euch noch viele Dutzende Runden fahren. Mir ist es ganz, ganz wichtig, euch 3 Punkte mitzugeben. Erstens, situatives Gameplay. Wann macht was Sinn? Ja, wann macht Pushen Sinn? Wann muss man ein bisschen defensiver fahren? Das Verhalten als Super Heavy generell, dass man auch mal guckt, dass man die Mobilität vom IS-7 nutzt und dass ihr vor allem euch auf einen Panzer konzentriert, ja, dass ihr nochmal so voll reingeht. Wir können jetzt auch nochmal ganz kurz gucken, was uns das so unterm Strich gekostet hat. Also wir haben jetzt insgesamt nach 5 Runden gerade mal, obwohl wir hier die großen Verbrauchsgüter fahren und auch Premium-Munition geschossen haben, insgesamt 18.000 Credits miese gemacht. Also das sollte jeder sich leisten können und selbst wenn ihr keinen Premium-Account habt, sollte man sich das leisten können und dann fahrt ihr halt 2-3 Runden euren Premium-Panzer, den ihr habt und holt euch die Credits wieder rein. Aber im 10er-Bereich sollte man definitiv nicht sparen. Ich empfehle trotzdem den IS-7 mit Feuerlöscher zu fahren statt mit Rationen, einfach weil die Karre sonst unglaublich schnell brennt. Der große Feuerlöscher hat natürlich auch noch den Vorteil, nicht nur, dass er sofort löscht, sondern er reduziert auch die Brandwahrscheinlichkeit des Motors nochmal um 10%. Ja, das wissen auch viele nicht. Ja, das soweit dazu. War jetzt eine lange Folge. Wie gesagt, müsst ihr ja nicht in einem Stück durchgucken, aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Achso, und schreibt mir unbedingt noch in die Kommentare, wenn ihr noch dabei seid, was ihr davon haltet, ob das für euch sinnvoll ist. Jetzt bitte nicht reinschreiben, ja, Maus, mach mal mit dem Panzer, mach mal mit dem Panzer. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Versucht euch mal auf einen Panzer zu konzentrieren. Und wer den IS-7 nicht hat, der kauft sich den. Und dann spielt ihr das einfach mal nach. Das ist in meinen Augen der Panzer. Wenn ihr das mit dem nicht hinkriegt, Runden zu gewinnen, dann werdet ihr es eigentlich auch mit den anderen Panzern nicht schaffen, weil die sind zwar zum Teil stärker, aber noch viel, viel individueller und ihr müsst noch viel mehr Übersicht mitbringen. Der IS-7 verzeiht so viele Fehler, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen erstmal mit dem Panzer anfangen und wenn ihr dann auf längere Sicht auf 100 Gefechte über 50% Siegrate mit dem Panzer fahrt, dann könnt ihr sagen, ja, jetzt probiere ich mal was anderes aus, aber das sollte schon irgendwie für jeden machbar sein, auch wenn ihr kein Super-Unikum seid. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.